Deine Vollmondbotschaft. Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Mein Name ist Caroline. Ich bin deine Seelenflüsterin und werde jetzt für dich reinschauen, was bringt der Vollmond im Steinbock. Und es ist der erste von zwei Vollmonden, die im Steinbock stehen. Im Juli haben wir erneut einen Vollmond im Steinbock und das kommt wahrlich nicht sehr häufig vor. Gestern hatten wir die Sommersonnenwende. Vielleicht hast du sie auch zelebriert. Und dich wirklich, ja, energetisch und auch wirklich mit deiner Herzensenergie bedankt, drauf eingelassen. Vielleicht merkst du auch gerade wirklich dieses, ja, diese reinigenden Prozesse, dieser Transformationsprozess, der läuft. Vielleicht ist dir schwindelig. Vielleicht hast du es auch mit Magen-Darm-Problemen in Anführungsstrichen zu tun. Oder du hast irgendwo Schmerzen. Das sind wirklich Zeichen einer aktiven Entgiftungsphase deines Körpers, des Loslassens und bereitet dich einfach auf ein neues Kapitel vor. Und ich finde es super spannend, wenn du mir die letzten, ja, ein, zwei Wochen hier meine Videos angeschaut hast und du mir schon länger folgst, wirst du eins festgestellt haben, dass immer mal wieder die Botschaft kam, okay, hey, du darfst dich von Illusionen lösen. Und das waren schon so ein bisschen die ersten Anzeichen für die Steinbock-Energie im Zeichen des Krebses. Wir haben ja gerade Krebssaison und wir haben den Steinbock, den Vollmond-Steinbock. Und mit dieser Energie bist du tatsächlich aufgeladen, hoffentlich positiv, aber auch eingeladen, hinzuschauen. Schau hin, wo ist jetzt ein Richtungswechsel notwendig? Wo darfst du korrigieren? Diese Energie lädt dich tatsächlich ein, ganz genau zu gucken, wovon darfst du jetzt deine rosarote Brille absetzen? Denn die Steinbock-Energie reißt sie dir quasi positiv weg, um dir deine Klarheit zu geben. Klarheit für Themen, ja, die dir schon länger bewusst sind, gerade auf Gefühlsebene mit der Krebsenergie, die wir ja gerade auch parallel haben. Wo hast du dir wirklich eine Scheinwelt aufgebaut und hältst wirklich zwanghaft noch an etwas fest? Dieser erste Vollmond im Steinbock, der zeigt dir jetzt ein Thema. Der bringt ein Thema und zeigt dir, woran darfst du arbeiten. Der zweite Steinbock-Vollmond im Juli, Ende Juli findet er statt. Ich meine am 21.07. Der bringt das Ganze quasi zum Abschluss. Der zeigt dir dann die Lösung für das Thema. Und jetzt darfst du die nächsten 4 Wochen intensivst nutzen, um in die Eigenverantwortung zu kommen und deinem Thema, deiner Vision wieder Raum zu geben und dich von gewissen Dingen oder Menschen zu lösen. Die Steinbock-Energie, und ich trage den Steinbock ja selber in mir, das ist quasi wirklich sehr geerdet. Es ist die Meisterhaftigkeit. Hier geht es um Ordnung, hier geht es um Einsatz und hier geht es um Ehrgeiz. Und vielleicht kennst du das oder hast den Steinbock ebenfalls in dir. Und ich würde mal sagen, wir sind wirklich, wenn wir etwas wollen, super diszipliniert. Nach außen hin manchmal vielleicht so ein bisschen Schattenseite, dass wir vielleicht ein bisschen arrogant wirken oder uns ein bisschen zurücknehmen, weil der Steinbock sich natürlich gerne auch mal in die höheren Sphären auf den Berg begibt und auch gerne mal für sich alleine ist. Aber dennoch geht er wirklich in einer Meisterhaftigkeit voran, um seine Ziele wirklich mit einem Fokus positiv zu erreichen. Und darum geht es. Welche Ziele und Projekte brauchen jetzt mehr Fokus? Was will weiterentwickelt werden? Wo darfst du es jetzt so richtig anpacken, was du hast schleifen lassen? Und übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung und Klarheit auch in deinem Gefühlsleben. Klarheit für die Dinge, wo du wirklich lange Zeit nicht hinschauen wolltest. Das hatte ich dir ja eben schon gesagt, das ist jetzt wichtig. Und erlaube dir auch mal so eine gewisse Zeit des Rückzuges. Check mit dir ein, meditiere. Gerade jetzt haben wir ja noch wirklich ein, zwei Tage der Sommersonnenwende, wo sich die Schleier lüften. Wir hatten Portaltag und es hat sich ein Energieportal gezeigt. Jetzt geht es hier so krass um Aufstieg. Und erlaub dir mal wirklich die Augen zu schließen und mal zu schauen, wer bist du, wenn du niemand zu sein hast? Und was ist die wahrhaftige Vision von dir? Lass sie noch größer werden. Denk dich mal wieder groß anstatt klein. Und wir gehen jetzt in eine Sonderlegung rein, ihr Lieben. Und wir gucken erst einmal mit den Energieportalkarten. Und ich glaube, sie sind von Kylie Gray, wenn ich, ja,
Wenn ich richtig liege, ich liege richtig. Und wir schauen mal als allererstes, welches Energieportal öffnet sich für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal zur Sommersonnenwende, zum Vollmond. Was dürfen wir sehen? Es ist ein Lichtportal und hier zeigt sich der Orden des Melchisedek. Vom Licht umgeben, Lebensaufgabe erkennen, nicht aufgeben. Halleluja. Es ist so passend. Denn tatsächlich zu dieser Sommersonnenwende hat sich ein riesengroßes Lichtportal eröffnet. So, und jetzt siehst du, es geht um deine Lebensaufgabe. Weitermachen, Steinbock-Energie, bleib dran, Disziplin. Gib dich nicht komplett in die Irre und lass dich nicht in die Irre und in die Illusion leiten von deinen Gefühlen. Übernimm die Macht, übernimm die Eigenverantwortung und natürlich auch über dein Inneres. Und im Außen selbstverständlich auch. Also, wir starten schon mal grenzgenial hier in die Legung rein. Es gibt auch gleich noch eine Botschaft. Das mache ich jetzt direkt. Und zwar eine Mondbotschaft. Das sind die Moonology-Karten von Jasmin Boland. Und welche Mondenergie kommt? Es ist die Sonnenfinsternis und eine gewaltige Veränderung. Ich kann mal so sagen, das könnten wir schon wirklich so stehen lassen, weil es ist jetzt wirklich ein immenser Aufstieg. Ein immenser Aufstieg für dich. Und vielleicht schreib's gerne mal in die Kommentare. Spürst du das wahrhaftig auch körperlich? Ich kann da nur mit einchecken. Hier zeigt sich gerade ziemlich viel bei mir und es ist auch gerade für mich auch körperlich ziemlich herausfordernd. Und deswegen nutze ich immer diese kleinen und kurzen Slots, die sich gerade bei mir gesundheitlich zeigen, wo ich wieder so einigermaßen in meiner Energie bin, um hier für euch tätig zu werden. Also, wir schauen uns mal an mit den Tarotkarten. Welches Thema zeigt sich jetzt zum ersten Vollmond? Das ist einiges, das ist mir tatsächlich zu viel. Welches Dankeschön. So, das ist der Hierophant, dein Glaube an dich. Wir gehen gleich näher drauf ein. Wir gucken uns das nächste Thema an. Wo hast du noch eine Illusion? Ich möchte tatsächlich nur eine Karte heute nehmen, weil ich habe einiges vorbereitet für euch. Eine Botschaft. Was ist die größte Illusion? Was ist die größte Illusion für das Seelenkollektiv? Dankeschön. Okay, die vier Stäbe tatsächlich. Spannende Kiste, zwei Schwerter unterliegende Energie. Das ist tatsächlich, dass du dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einredest. Du kannst dich nicht entscheiden. Du kannst nicht, du willst nicht, du brauchst noch Zeit des Rückzugs und das hast du eventuell schon eine längere Zeit, was du dir da so erzählst. Okay, weiter geht's. Hier brauchst du einen Richtungswechsel. Was sagt das Universum? Wo brauchst du einen Richtungswechsel? In Beziehungen und der Liebe, generell auch die Gefühle. Der Tod, die unterliegende Energie, das ist so spannend. Transformation, also absolut doppelte Bestätigung, dass du hier einen Richtungswechsel brauchst. Es ist eine allgemeine Legung, den bin ich mir bewusst. Den darfst du dir auch bewusst werden. Es kann sein, dass du vollkommen sagst, krasse Kiste, Caro, absolutes Match. Jetzt mal eben schauen, dass ihr die Karte noch ansatzweise seht. Super, denn wir kommen noch zu einem weiteren Punkt. Und zwar möchte ich gerne mal reinschauen, was ist es, was dich immer wieder runterzieht. Oder wisst ihr was? Die lege ich einfach nach außen. Dann könnt ihr die alle hier ein bisschen tiefer, könnt ihr die alle hier schön sehen. So, was ist es, was dich immer wieder runterzieht? Der Narr. Unterliegende Energie, die sechs Schwerter. Alles klar. Du läufst von einem Neuanfang weg. Du läufst wirklich vor deinem eigenen Sein weg. Das ist das, was dich runterzieht. Oder Menschen, die naiv sind. Menschen, die ohne Struktur durch die Gegend laufen. Aber manchmal zieht es dich auch runter, planlos zu sein. Ja, wirklich einfach nur so mir nichts, dir nichts durch die Gegend zu eiern. Und du kennst dein Thema und möchtest nicht so richtig hinschauen. Und du weißt aber, hier ist etwas fällig. Es gibt einen Bereich in deinem Leben,
Ja, vor dem du wie der Narre im Schatten naiv wegläufst. Und das ist das, was dir unfassbar viel Energie zieht. Vielleicht musst du auch der Narre sein für andere Menschen, dass du dir vorkommst wie so ein Hampelmann. Okay, dann gucken wir uns erstmal zu den Karten. Möchte ich erstmal Vergangenheit wissen. Und da haben wir hier zu dem Thema, was sich zeigt, die Liebenden. Das heißt, hier geht es für viele um Herzensangelegenheiten, um Herzensenergie. Okay, zum Thema Illusion auf die vier Stäbe. Was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Der Rückzug, der Eremit. Kann auch eine Jungfrau sein, die jetzt noch mal besonders wichtig ist oder in der Vergangenheit von dir eine Rolle gespielt hat. Wir gucken auf das, wo du den Richtungswechsel brauchst, auf das Ass der Kelche. Was ist hier wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? Ich nehme nur eine Botschaft. Was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen in Bezug auf das Ass der Kelche, da wo der Richtungswechsel? Spannend. Da war nämlich einiges los. Entweder gab es eine Dreierkonstellation oder das Hin- und Hergerissensein zwischen es läuft gut, dann läuft es wieder. Unausgeglichen. Wahrheit versus Lüge steht im Raum. Was ist das Größte, was jetzt wichtig ist? Oder aber auch, warum hältst du immer wieder? Nee, ich möchte wissen, was ist wichtig aus der Vergangenheit zu wissen? In Bezug auf den Richtungswechsel. Alles Klärchen. Vier Kelche. Wir gucken weiter auf das, was dich immer wieder runterzieht, der Narr. Warum hältst du zwanghaft fest? Die Gerechtigkeit, Ass der Schwerter. Wir nehmen nur eine Botschaft. Da bleibe ich heute tatsächlich radikal bei. Warum hältst du fest? Der Magier, Manipulation, Wunschdenken, Illusion. Oder man manipuliert dich. Jemand manipuliert dich. Könnte ein bisschen toxisch sein. Ja, der Turm, guck mal. Da kann es tatsächlich sein, dass jemand mit einer, ja, sehr geschickten Art und Weise dich immer wieder um den Finger wickelt, egal in welchem Bezug. Das schon mal so die ersten Impulse. Okay, wir machen gleich weiter. Nein. Ja, läuft bei mir. Wir gucken uns mal den Tipp an auf das Thema, was sich zeigt. Der Tipp, worauf du dich, hoppala, jetzt fokussieren solltest. Hier haben wir die fünf Stäbe. Was ist die Tendenz der Entwicklung, wo du eine Illusion hast? Die neun Schwerter. Was ist der Tipp für deinen Richtungswechsel? Was darf dein Fokus sein? Ja, tatsächlich die Verbundenheit. Zwei Kelche unter anderem rausgefallen. So, neun Stäbe. Neun Stäbe, neun Schwerter, vier Kelche, vier Stäbe. Schau mal, 9 und 4 spielen diese Zahlen eine Rolle. Am Ende gibt es die 13. Für mich eine wichtige Zahl. Jetzt gucken wir nochmal das, was dich immer wieder runterzieht. Was ist die Tendenz? Jawohl, die Klarheit kommt. Perfekt. Das ist schon mal sehr schön. So. Roundabout unterliegende Energie ist der Page der Schwerter. Neue Informationen. Hier wird dir etwas auf dem, ja, blauen Kissen geliefert. Auf dem Kissen der Wahrheit kommen hier so kleine Minischwerter, die dir sagen: Hey, du bist wirklich im Wandel. Du steigst auf zur Königin der Schwerter. Das ist schon mal eindeutig. Klären wir mal so ein bisschen genauer, ihr Lieben. Wir gucken uns mal hier die obere Sparte an und das ist ja das Thema, was sich zeigt, dein Glaube. Wo ist der Glaube an dich, ans Universum, ans Leben? Generell dieses tiefe Urvertrauen. Für einige kann es auch das Thema Ehe sein. Ehe, Verbindung, Beziehung, Partnerschaft. Auch auf geschäftlicher oder freundschaftlicher Ebene. Alles, was wirklich mit einer Zusammengehörigkeit angeht. Das könnte ein brenzliges Thema sein, was sich jetzt einfach für dich zeigt. Mal gucken, ob hier noch eine ergänzende Info kommt. Das ist eine große Arkana-Karte. Okay, ich nehme andere Tarotkarten. Und kleiner Spoiler schon mal, denn ihr könnt passend zum Neumond, ach Quatsch, zum Vollmond,
22% auf eure komplette Bestellung in meinem Onlineshop www.seelensteine-shop.de sparen. Heute am 21. und morgen am 22. Und dazu gibst du einfach den Rabattcode am Ende deiner Bestellung ein: Steinbock22. Freue ich mich auf jeden Fall. Und in dem ein oder anderen Paket wird es auch eine kleine Zusatzüberraschung geben. Okay, also auf den Glauben, den Hierophanten kommt. Hier könnte es sein, dass sich das Thema zeigt, ein Thema, was du aus deiner Kindheit kennst oder dass Kinder eine Rolle spielen, aber auch es dreht sich um einen Neuanfang. Eventuell haderst du dich zu trennen oder du bist gerade irgendwie, ja, hast nicht mehr so den Glauben an einen Neuanfang und auch hier wieder die 13, schau hin. Hier geht es definitiv um Verbindungen, um ewige Wiederholungen. Das zeigt sich, das will jetzt wirklich hochkommen. Lass es zu, lass es raus und gib dem Ganzen Raum. In den nächsten 4 Wochen wirst du zum Lösungsfinder. Die Lösung präsentiert sich spätestens zum nächsten Vollmond im Juli. Aber das ist etwas, ja, wo die meisten von euch hinschauen können und dürfen. Aus der Vergangenheit wichtig zu wissen auf die Liebenden. Wird geklärt mit dem Buch. Es kann sein, dass du, das ist hier tatsächlich, ne, habe ich eben schon gesagt, Wahrheit versus Lüge, dass es hier Unklarheiten oder auch Ungerechtigkeiten, Lügen, Intrigen gab, in Herzensangelegenheiten, das Kapitel schon mal geschlossen wurde und dann wurde es wieder geöffnet. Geheimnisse, die an die Luft gekommen sind, Geheimnisse, die dir vielleicht auch im Herzen irgendwo, ja, die dich schon irgendwo angetriggert haben. Aber auch, wo hast du dich selbst angelogen? Wo hast du alles schön unter den Teppich gekehrt? Und dein Herz schreit die ganze Zeit. Es schreit und es wünscht sich Heilung und hier ist der Kummer, hier sind die Ängste und hier ist gerade nicht viel mit. Wow, alles ist cool. Oberflächlich ist es ein Schein. Und da, guck mal für dich hin, was ist es in der Vergangenheit gewesen? Wo du gesagt hast, ach komm, packen wir mal irgendwo in die Ecke. Ich kriege das schon irgendwie hin. Und jetzt ist der Tipp für dich. Die 5 Stäbe, das ist der Widerstand. Das ist, hey, guck mal hin. Wo kämpfst du eigentlich immer noch gefühlt gegen Windmühlen an? Wo ist es manchmal wichtig, vielleicht in den Rückzug zu gehen, von außen zu beobachten, Konflikten ein bisschen aus dem Weg zu gehen, der Klügere zu sein und nicht immer, wo alle draufhauen, mit draufzuhauen? Wo ist es jetzt aber auch genau das Gegenteil? Wichtig für dich, aufzustehen und dich genau da durchzuboxen. Und wenn gefühlt alle an dir zerren, zu sagen, hey, ich bin verbunden mit mir. Ich habe schon die Antwort in mir und jetzt ist es fällig, ein Machtwort zu sprechen. Ich muss weitermachen. Auf die 5 Stäbe mit dem Tipp, wo du hinschauen darfst, ja, guck mal, und das ist, hier zieht eine Verbindung. Oder es ist ein ewiger Kreislauf, was Werte angeht, Treue angeht, Freundschaften angeht. Das ist eine Wiederholung, dass es einfach nur Kampf ist, dass es immer wieder dieser Einsatz ist, der extremst verlangt wird. Aber hier fehlt mir wirklich diese Herzensenergie drin. Wenn du sagst, hey, ich glaube aber an diese Partnerschaft, Freundschaft, Verbindung, ich möchte hier neu anfangen und das zeigt sich jetzt gerade und ich möchte aber genau mit diesem Menschen, mit dieser Person weitergehen, dann schau hin, okay, wo musst du jetzt noch wirklich radikaler werden und wo darfst du jetzt aufhören, gegebenenfalls immer wieder deine Werte durchboxen zu wollen, wo darfst du ein Stück zurücktreten und in die Harmonie kommen, dass es wieder eins wird, dass es wieder eine Einheit wird zwischen euch, anstatt ein Gegeneinander, aufgrund von, ja, Ego-Verhalten vielleicht. Oder weil hier, wie gesagt, etwas in der Vergangenheit passiert ist, erinnere dich an das, was wahrhaftig gerade in dir ist, das weißt du am besten. Von mir bekommst du ein paar Impulse, aber schau wirklich mal hin. Hier hast du eine Illusion und das sind die 4 Stäbe. Das ist eine fiktive, vorgefakte Harmonie. Hier ist nämlich der Stress drauf. Ja? Also die Illusion fürs Außen wird hier etwas quasi aufrecht erhalten. Ganz tief in deiner eigenen Weisheit weißt du, das ist nicht so.
Das können irgendwie sein, dass man besonders gerne jetzt irgendwie Feierlichkeiten organisiert. Nach außen tragen wir alle eine Maske, als wäre alles super cool und wunderbar. Und du weißt das aber schon, das stresst dich wahrscheinlich auch schon länger, das Thema. Die Kommunikation, wir kriegen das alles hin oder ich kriege das für mich hin. Ich bin im Weltfrieden, alles ist harmonisch, guck mal, es ist alles schön. Und ganz im tiefen Unterbewusst weißt du eigentlich, und deswegen kommt der Eremit, entweder trägst du die Jungfrau in dir oder hast es hier noch zusätzlich mit einer Jungfrau in der Vergangenheit zu tun gehabt. Aber du weißt ganz genau, hier, eine rote Pille, blaue Pille. Welche futterst du? Illusion oder Nicht-Illusion? Bist du bereit für die radikale Ehrlichkeit? Das kommt hier gerade hoch und in der Vergangenheit wusstest du schon. Ja, du, das ist jetzt auch nochmal wichtig zu wissen. Wusstest du schon ganz genau, warum du vielleicht auch da in den Rückzug gegangen bist. Und jetzt wird gerade einfach fiktiv an einer fiktiven Harmonie festgehalten. Was ist die Tendenz der Entwicklung oder der Tipp? Die Tendenz ist, wenn das hier so weitergeht und du dir die Illusion aufrechterhältst, bleibt es bei schlaflose Nächte. Also da wirst du wirklich von oben immer wieder mental zerstört. Deine Gedanken zerstören dich. Ja, das ist wie, als würde dich jemand auffressen, bis du das Thema bearbeitet hast. Es kommt immer wieder und das zehrt dir Energie. Vielleicht hast du auch intensivste Träume. Wir gucken gerade mal auf den Eremiten nochmal aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit. Und warum du auch festhältst an dieser Illusion. Weil du Angst hast vorm Alleine sein. Du hast Angst, allein zu sein. Krass, okay. Das kommt hier gerade tatsächlich noch durch. Angst, alleine zu sein. Hier geht es vielleicht auch um das Thema Geld oder Gefühle an sich, ne? Das sind die Unklarheiten, dicke Luft. Mir nimmt jemand die Luft zum Atmen. Ich möchte nicht hinschauen. Ich habe Angst. Ich nehme wirklich eine tiefe, tiefe Angst wahr. Angst, dass alles dann in den Stillstand kommt. Dass du nicht mehr in den Fluss kommst. Deswegen hältst du vielleicht hier an dieser fiktiven Harmonie im Außen fest. Und vielleicht sogar nur für das Außen. Die Tendenz der Entwicklung mit den neuen Schwertern, das heißt tatsächlich, ja, mit den Blumen, es kommen hier böse Überraschungen. Oder ne, die Überraschung, hey, da sind sie wieder, die Gedanken, die mich nicht schlafen lassen. Und die hämmern an deinem Selbstwert. Da ist dieser Wunsch, ich möchte so gerne irgendwie bei mir ankommen. Aber überraschenderweise, auch die Gespräche, die stattfinden, sind eigentlich eher zermürbend. Das heißt, die Wiederholung geht weiter. Das sind weiter negative Gedankenmuster. Du hältst, wenn du dran festhältst. Und das heißt nicht, trenn dich, sondern trenn dich von dem, was es immer wieder zu diesen Widerständen und Konflikten, was dazu führt. Manchmal ist es wichtig, dass man getrennte Wege geht. Du wirst die Antwort schon längst für dich kennen. Das weiß ich, das liegt auch hier. Weil es dich dermaßen stresst. Gucken wir uns die nächste Sparte an und das ist der Richtungswechsel. Ast der Kelche, das ist die Liebe, das sind deine Emotionen, das ist deine Gefühlswelt. Da darf der Richtungswechsel stattfinden, deine Herzensenergie. Mach dein Herz auf. Auf das Ast der Kelche. So, die Verletzung und hier wird es wirklich radikal. Das ist die Verletzung, die auf Gefühlsebene stattfindet, vielleicht verletzt du dich sogar selber durch die Art und Weise, wie du mit dir sprichst oder dass du dir das immer wieder antust. Ja, wie so eine Selbstzerstümmelung förmlichst. Und es ist der Richtungswechsel nötig, damit du nämlich hier mal eine andere Ernte einfährst, musst du jetzt Stellschrauben verändern. Was ist wichtig aus der Vergangenheit? Vier Kelche. Vier Kelche. Hier ging es um Treue, um Unterstützung. Das heißt, irgendwo war eine Frustration. Da fehlte dir ein Support von Freunden oder von deinem Partner, von deiner Partnerin, von Kollegen. Du kennst ja gerade deinen Gegenüber, auf den das hier gerade passt. Vielleicht auch deine eigenen Werte. Die Enttäuschung vom Leben. Das heißt, du bist eher so in die Tagträumerei gefallen, hast gesagt, ach ja, schön, alle anderen haben das, ich allerdings eher nicht. Und vielleicht hast du dir aber auch hier einen Kelch. Ast der Kelche liegt als Richtungswechsel hier. Hast du dir etwas wirklich so illusionär in die Höhe gehoben und hast dich einfach immer in die Tagträumerei gebracht? Vier Kelche ist auch immer so ein bisschen Stagnation. Ne? Da ist Stillstand.
Das heißt, da hast du jetzt auch gar nicht so viel gemacht, um in die Veränderung zu gehen, sondern ich halte das aus. Ich habe das Gefühl, für des Friedens willen halte ich das einfach jetzt mal aus. Ich kriege das schon irgendwie hin. Wird schon. So, und auf einmal vergeht ganz viel Zeit. Und du merkst, wie sehr dir das an Energie zieht. Und das sehe ich hier mit den neuen Stäben. Weil das ist nämlich hier gerade wichtig für dich als Tipp. Guck mal bitte hin. Der Tipp ist mit den neuen Stäben, du bist kurz vorm Burnout. Ja, du kniest quasi schon nieder. Es heißt jetzt aber, steh auf, gib nicht auf, mach weiter. Und da haben wir ja nochmal zusätzlich hier diese Karte, den Orden des Melchisedek. Von Licht umgeben, die Lebensaufgabe erkennen, nicht aufgeben. Und das ist der Tipp für dich. Und guck mal, hier haben wir sogar den Mond. Rote Pille, blaue Pille. Ich weiß gar nicht mehr, welche Pille jetzt die Wahrheitspille war. Bei Matrix war das. Aber generell heißt es wirklich, hey, erinnere dich wieder. Erinnere dich. Komm in deine Kraft. Steh auf. Mach weiter und löse dich von all dem, wo es sich wiederholend zeigt, dass es dir nur Kraft nimmt. Und was ist es, was dich immer wieder runterzieht? Mit dem Narren bin ich eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Mal schauen, kriege ich hier noch eine ergänzende Info auf den Narren. Wenn nicht, ist es auch voll okay. Alles klar. Das ist oberflächliche Kommunikation, gegebenenfalls auch ein Vertrag. Immer wieder in die Veränderung zu gehen oder immer wieder zu sagen, irgendwie kriege ich das hin, also irgendwie schaffe ich das schon. Das ist nur oberflächlich und es zieht dich immer wieder runter. Auch Menschen, ja, ist ja auch eine Personenkarte aus deiner Familie, die dir am Herz liegen. Kann sein, dass es das ist, was dich richtig runterzieht. Hier hätten wir so ein Männlein, hier hätten wir ein Weiblein. Machst du es nur, ja, für um eine gewisse Rolle zu entsprechen. Irgendwo nehme ich wahr, ne? Es zieht dich runter, des Friedens willen, immer wieder alles aufrecht zu erhalten. Oder auch der Narr für andere zu sein, damit du Zusammengehörigkeit und Liebe bekommst als Gegenleistung. Warum hältst du fest, der Magier? Ja, weil man dich wirklich um den Finger wickelt. Man wickelt dich um den Finger, manchmal manipulierst du dich vielleicht auch selber und wickelst dich um den Finger. Da ist so ein bisschen Angst vor dem Absprung einfach da. Ja, da sind die Wege, siehst du das noch? Ich hoffe es, ich sehe es gerade nicht, ob du es siehst. Der Mond aus Ängsten. Ja, da ist eine tiefe Urangst, deinen Weg zu gehen, ihn weiterzugehen für dich. Und deswegen auch der Glaube an dich, an deine Lebensaufgabe, irgendwo hapert's. Und jetzt ist es wichtig, fühl rein, wie würde es sich anfühlen, wenn du das lebst, was in dir ist. Wofür du brennst, aber dich immer wieder dein Licht eindimmen lässt, dich zurücknimmst. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, es ist ein unfassbar grenzgeniales Gefühl, deinen Weg zu gehen. Nicht immer leicht, versteh mich nicht falsch, aber das tiefe Gefühl in dir. Ich kann es nicht in Worte fassen, was da einfach passiert. Die Tendenz der Entwicklung für das, was sich runterzieht, du wirst Machtwort sprechen. Ja, du hast die Krallen ausgefahren, aber mit einer gewissen Sanftheit. Ja, Erfolg. Guck mal, die Sonne, höchste Lenormand-Karte ist rausgefallen. Auf Dauer gesehen, auch langfristig mit dem Baum. Heilung deiner Gedanken, Klarheit. Jetzt haben wir noch ergänzend den Mond. Vielleicht wirklich zur nächsten Mondphase folgst du deiner Lebensaufgabe. Das karmische Kreuz, das sind nicht nur Belastungen, von denen löst du dich hoffentlich und Glaubenssätzen. Ja, guck mal, zack, Sterne mit dabei. Hier wird es sichtbar, hier ist die Sonne. Das heißt, die absolute Heilung, Erfolg, Klarheit ist eigentlich die Tendenz, wo es hingeht. Wenn du bereit bist, es liegt an dir, wir haben allen freien Willen. Nur weil das die Karten gerade sagen, heißt es nicht, dass es tatsächlich so eintrifft, weil du darfst natürlich etwas dafür tun. Ne? Von nichts kommt halt eben auch nichts. Und hier kommt aber wirklich die spirituelle Vereinigung, die geistige, seelische, der Aufstieg. Der Aufstieg, die Heilung, die Ausstrahlung, deine Intuition, die du wieder wahrnimmst und das Lösen von Energievampireitis.
Manchmal ist der Schritt wirklich hart, aber du scheinst dich genau mit dem Thema schon länger rum zu quälen, vielleicht sogar. Ich möchte nochmal schauen auf die neuen Stäbe. Kommt da noch eine weitere Botschaft auf die neuen Stäbe? Nein, kommt es nicht. Okay, aber hier wieder das Herz unterliegende Energie. Also es ist hier wirklich, es wird, ja, mach weiter, verbind dich mit deinem Herzen. Wirklich, bevor du ausgebrannt wirst. Bei den 10 Schwertern hat eine wunderschöne Seele in meinem Leben, eine Schülerin und ja, einfach eine wundervolle Frau gesagt, beende das, was dich beenden will. Und das ist so wahr. Also wirklich, löse dich von dem, was dir wirklich, wirklich wehtut, was dich immer wieder runterzieht. Jetzt schauen wir uns nochmal eine Sonderbotschaft an. Und zwar neues Kartendeck, ihr Lieben. Und das ist Göttinnen des Lichts, nennen sich die Karten. Und ich möchte gucken, hey, du musst dich ja auch mal feiern. Du darfst dich ja jetzt während des Vollmondes auch mal feiern. Es geht ja nicht nur darum, nur zu reflektieren, loszulassen, sondern hey, feier dich auch. Dreh die Medaille um und feier dich. Und für was darfst du dich feiern? Welche Göttin sagt dir oder zeigt dir hier ein Thema? Ich lebe die Wahrheit und Klarheit, es ist Parvati. Dafür darfst du dich feiern, denn im Herzen bist du tatsächlich klar. Es ist nur dein Kopf, der da noch nachziehen darf. Feier dich für die Gabe, die dir hier gegeben wird. Für all das, was du auch in der Vergangenheit schon getan hast. Und dafür reflektiere, wie war das mal, als du deine Wahrheit gesprochen hast? Als du wirklich in der Klarheit warst und da darfst du wieder komplett eintreten. Es geht um die Wahrhaftigkeit. Feier auch die Wahrhaftigkeit in deinem Leben. Und es gibt immer wieder Momente, in denen du dich vielleicht fragst, was es war und wer bist du wahrhaftig? Und manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen und manchmal wirklich schmerzhaft. Aber nur dadurch kannst du, können wir unsere tiefen Wünsche und Bedürfnisse verstehen und das Verständnis kommt ja hier, das ist die Tendenz der Entwicklung, in der Tiefe die Klarheit bekommen. Du bist bereit, deine Augen und dein Herz zu öffnen und wirklich in dieser Welt deine Ehrlichkeit und den Frieden zu leben. Parvati ist hier an deiner Seite. Jetzt ist es wichtig, feier dich auch wirklich mal dafür, ehrlich mit dir selbst sein zu dürfen und zu können. Feier dich dafür, dass du wirklich immer wieder überprüfst, wie ist dein Handeln, ist das wirklich kongruent mit deinen Überzeugungen und Werten. Feier dich für jede Minute, die du für dich nimmst, um mit dir einzuchecken. Sei offen für Feedback und wenn du es bist, feier dich dafür. Hier geht es wirklich gerade ums Feiern. Feier dich, wenn du Lügen vermeidest und wenn du wirklich mit einem offenen Herzen losgehst. Wenn du die verborgenen Geheimnisse des Lebens entdeckst. Und wir gucken nochmal mit den Tarotkarten einen Grund zum Feiern. Was sagt dir die Mondin? Ah, die Feierkarte kommt sogar mit den neuen Kelchen. Die sagt nämlich, oh, feier dich mal. Feier dich und Achtung, ihr Lieben. 8 Münzen. Ich muss nochmal auf Tauchstation hier gehen. Ha! Meine Legungen hier. Und wir haben die 3 Kelche und die waren eben schon mal rausgefallen. Feier dich für die Verbundenheit, dass du immer wieder weitermachst. Feier dich tatsächlich auch dafür, dass du dran bleibst, dass du immer wieder schaust, okay, wo ist es jetzt wichtig, eine neue Strategie zu fahren? Wo ist es wichtig, eine emotionale Fülle zu kreieren? Und du hast diese Gabe in dir. Feier dich dafür. Feier das Leben und auch vielleicht den Moment, wo du sagst, ich entdecke das jetzt erst. Jetzt fange ich an, mutig zu werden mit den richtigen Menschen. Und auch dafür feier dich für den Mut, den du jetzt einfach aufbringst. Und ich hoffe, dass ich dir hier die ein oder andere wertvolle Botschaft mitgeben durfte. War eine etwas längere Legung heute mal wieder. Und vergiss nicht, im Onlineshop reinzuschauen. Seelensteine-shop.de mit dem Rabattcode Steinbock. 22, findest du auch nochmal in der Infobox, einfach auf mehr klicken, sparst du 22% auf deine gesamte Bestellung. Denn morgen am 22. ist Vollmond im Steinbock und heute und morgen kannst du ordentlich sparen und dich mit wunderschönen Seelenschätzen eindecken.
In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, zauberhaften Vollmond und noch weiterhin eine tolle Energie der Sommersonnenwende. Fühl dich von Herzen umarmt. Du bist genau richtig, so wie du bist. Nur erlaub dir auch zu sein, das, wer du bist und wie du bist. Bis zum nächsten Mal.